Hallo liebe Küstenfreunde, herzlich willkommen zurück hier von der deutschen Ostseeküste. Mittlerweile ist schon der 13. Ja, September. Tierischer Temperaturwechsel von einem zum anderen Tag. Letztes Wochenende waren es 33 Grad, jetzt haben wir es gerade mal noch 13. Das Wasser ist auch abgekühlt. Ich fische jetzt hier heute Abend in den Abend rein, in die alte Welle. Ablandiger Wind, unschön, aber gestern stand hier noch voll der Wind drauf und will jetzt einfach meine erste Herbstforelle mal wieder fangen oder zumindest versuchen. Wir hatten dieses Jahr viel vor. Wir waren in Frankreich, wollten eigentlich die Küste und Meer, den Beitrag Nummer 10, von der französischen Küste aus zeigen. Es war auch Wolfsbarsch, hatten aber leider nichts gefangen. Darum geht es jetzt hier auf deutscher Seite weiter. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Beitrag. Mal gucken, was kleben bleibt. Ich habe jetzt hier ein 6er Rütchen mir ausgewählt. Wenig Welle auf dem Wasser, eben halt ablandig. Aber ganz toller Abend und mal gucken, vielleicht ist auch nur mehr Forelle in Wurfweite. Wir werden es gleich sehen, ihr werdet es gleich sehen. Also, auf geht's! Und wie ihr zu Hause auch schon längst bemerkt habt, ab in den Herbst. Jetzt, in der Jahreszeit, wo alles wieder so richtig anfängt zu beißen, auch die Zander, wollten wir aber nicht, wie gewohnt, wieder auf Zander fischen gehen, sondern wir hatten einfach Lust gehabt, mal wieder auf Barsch zu angeln und auch mal wieder unsere Meerforellen einen Besuch abzustatten, um zu sehen, ob die auch langsam wieder in Beißlaune kommen. Zudem hatten wir ja auch letztes Mal schon Zander gehabt und machten einfach unsere ersten beiden Herbstaufgänge auf Barsch und auf Meerforelle. Wie bei jedem Anfang mussten wir auch hier erst einmal wieder suchen und bei dieser Suche nehmen wir euch an zwei Wochenenden jetzt mit. Der große Vorzug hier in Schleswig-Holstein ist, wenn es an der Küste mal nicht läuft, dann finden sich kleinere oder auch größere Süßwasserseen meistens in unmittelbarer Nähe, bei denen man eine Gastkarte beziehen kann. Ja, da ist schon was. Oder war das der Wind? Naja, checken wir mal, ne? Oh, es geht auch ganz schön runter hier. Ich guck gerade mal hier. Uiuiui, hier geht es ja richtig runter. Oh, hier ist ein kleiner Kleinfischschwarm. Oh, ich muss erstmal jetzt hier wieder irgendwie rauskommen, ey. Alter Schwede, ey. Es geht hier so runter. Jetzt dreht sich so ein Buckel. Boah, ein Stückchen Fisch. Was ist das denn für einer? Hier, ein kleiner Barsch, der hier zerhackt worden ist. Ja, ich sehe schon fast aus, als wenn ich auf Großwildjagd gehe, aber kleine Barsche sind das Ziel. Aber wenn man so angelverrückt ist, dann hat man alles dabei. Überall sind Köder, Tools und irgendwelche Accessoires, die wir brauchen, falls wir ins Nest reinstecken. Und das hoffe ich jetzt natürlich mal. Ne? Natürlich waren große Barsche das Ziel, aber leider lief es auch an diesem Wochenende nicht ganz einfach und darum schraubten wir unsere Ansprüche schon ein wenig runter. Jedoch bevor es am folgenden Wochenende nach dem gleichen Prinzip weiterging, konnten wir doch noch einen ganz kleinen Erfolg verzeichnen. Da ist er. Ah, der erste Löwe. Aha, auf das Dropshot-Rig haben wir hier den ersten. Und guck mal, das ist sogar ein 7-Stripe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stripes. So, jetzt zeig mal her, ihr Löwen. Halt. Ach. Ja, hab einen. Oh. Hier in diesem flachen Wasser kommt jetzt tatsächlich noch mal einer. Und wieder ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, wieder ein 7 Stripes. Ungefähr 400 Meter, 300 Meter vor meinen Füßen tauchen die Kormorane. Hier im Ufersaum ist leider keiner zu Hause heute Morgen. Da muss ich mir noch ein bisschen in Geduld fassen. Ist vielleicht noch ein bisschen früh. Jetzt am 15. September ist das Wasser wahrscheinlich noch nicht kalt genug. Aber auch der ablandige Wind, wie auch immer, war ein toller Ausgang mal wieder hier an der Küste. Bisschen kurzweilig mit zwei Barschen. Jetzt natürlich nicht das Beißfest, aber trotzdem ein ganz gelungenes Wochenende, was ich mir schöner hätte, naja, doch ein bisschen schöner vorstellen können mit mindestens einer Meerforelle oder ein paar schönen Barschen. Naja, man kann nicht alles haben im Leben. So, jetzt ist zu Ende Feierabend und jetzt wird gefrühstückt. So, mal gucken, bis zum nächsten Ausgang. So Freunde, neues Wochenende, neues Glück.
Jetzt, wo wir nicht gedacht haben, dass wir mit drei kleinen Barschen für einen Beitrag zufrieden geben. Nee, jetzt haben wir es richtig auf Barsch abgesehen. Aber bevor es richtig auf Barsch geht, machen wir nochmal einen Meerforellenausgang. Wir müssen ja auch immer, ich muss ja immer up to date sein. Ne? Wenn man an der Küste auch guidet, muss man auch mal zumindest immer mal den Finger auf den Puls legen. Ne? Deswegen jetzt nochmal heute auf die Meerforelle. Und morgen haben wir uns dann angekommen an einen großen, großen See mit Ruderboot gemietet oder eingekauft. Und da werden wir es dann gezielt auf Barsche probieren. Hoffentlich mit mehr Erfolg als den kleinen drei Schniepels, die wir jetzt schon fangen konnten. Ja, an der Elbe beißen die Zander, aber wir gehen auf Forelle oder Barsch. Wollen wir sehen, was nachher auf dem Teller liegt. Ne? Und so ist das eben halt. Zander hatten wir letztes Mal schon gehabt, habt ihr ja im Beitrag gesehen. Wir haben Bock auf was Neues und deswegen gehen wir auch neue Gebiete an. Und der Herbst und auch der frühe Herbst ist eine coole Zeit, um es mal auf Barsch zu probieren. Das ist der Plan für dieses Wochenende. Mal gucken, ob jetzt die Meerforelle hängen bleibt und mal gucken, was morgen in den Barschen los ist. Also. Erste Forelle hängt. Kleiner Fisch, aber sie sind da. Ist ja super. Mal sehen, wie schnell befreit gekommen hier. Kleiner Spatz. So. Kleiner süßer Fisch. Ja. Klasse. Ui, schonend gelöst. Petri. Petri, Dank. Da, sag ich doch, wenn wir so eine Stunde früher aufstehen. Was uns bekannterweise am Wochenende zumeist nicht ganz leicht fällt. Dennoch, zwar eine aus der Kinderstube, aber gewiss ein sehr gutes Zeichen für unseren nächsten Barschausgang am Folgetag. Denn zu der MEFO hatte ich auch noch einige Anfasser bekommen. Die Fische waren aktiv. Oh! Wieder ein Biss gekriegt. Oh! Bum, 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 bum. 3-4 Mal dagegen gehackt bei mir. Wieder. Bong. Und, my love, der Pulsschlag geht höher. Ja, jetzt geht's nämlich auf Barsch. Und bei dir? Nee, ich fange auf Meerforelle hier. Ob dein Pulsschlag auch hochgeht, habe ich gefragt. Nee, hast du nicht. Du hast gesagt, es geht auf Barsch. Da kommt er jetzt erst wieder runter. Mal einen Knottertropfen wegmachen. Sehe schon aus wie Berger Dommeier. Schönen guten Morgen zusammen. Ja, heute geht's auf Barsch. Wir sind jetzt hier eigentlich angekommen am See. Großer See, große Hoffnung. Und vor allem hier vorne. Da springen die Fische schon. Oh, reichlich Lauben oder Kleinstfische hier am Rumspringen. Da vorne, guck mal, ist richtig kräuselig. Guck mal, schnell. Alter Schwede. Oh, guck dir das mal an, da raubt's aber richtig. Heiß ist sie. Da, jetzt. Da. Seht ihr das? Da ist es richtig am Raum gerade.
Ja, wir sind noch verabredet mit zwei Arbeitskollegen, Michi und Jörg. Die kommen gleich noch. Bis ungewöhnlich, dass wir schon fertig sind, bevor die da sind, weil das Boot ist schon prepared und wir auch. Ich habe alle Routen schon fertig gemacht. Also wir sind voll am Start und wir werden gleich schon mal da vorne, glaube ich, mit einem Twitch-Bait mal durchjuggeln müssen. Vielleicht haben wir ja schon den ersten Erfolg, ne? Unbedingt. Ja, ich bin schon richtig heiß. Jetzt schnell mal das Auto wegbringen und dann geilert los hier. Juhu. Mensch, die Ereignisse, die überschlagen sich. Jetzt sind meine Kollegen auch schon da. Boah, jetzt habe ich so richtig Bock. Will ich dir mal schnell helfen, dass wir alle vier schnell an die kleinen Lauben rankommen und dann auch mal so gucken, was sich sonst überall sonst so tut. Primär heute, also was heißt primär? Also mein Hauptwunsch wäre es, dass wir wirklich die Weißfische geballt zum Baitball in Mittelwasser finden. Weil das Wasser ist jetzt noch schön warm, obwohl es schon Ende September ist. Dieses Jahr ist ja wirklich Katastrophe, dass ja der Sommer kam spät und hört nicht mehr auf. Ich finde es schön, aber für den Klimawandel, naja. Auf jeden Fall möchte ich, dass wir diese Baitballs im Mittelwasser finden und da vielleicht mit Twitch-Baits die Barsche raus twitchen. Das wäre genau die Action, auf die ich heute so richtig Bock habe. Dafür habe ich mir extra eine neue Route gekauft, eine Twitch-Route. Habe aber auch noch eine Baitcaster mit, eine kleine Spaßroute, falls ich dann mal mit einem Gummifisch angreife. Weil mit den kleinen, leichten Twitch-Baits ist es ja doch nicht so einfach, die dann zu schmeißen. Und ich habe keine Lust, immer zu tüdeln, währenddessen die anderen schon fangen. So, jetzt werde ich mal mit anpacken, dass wir schnell aufs Wasser kommen. Bis gleich. Was hier los ist, ey. Aber Lauben ohne Ende. Gucken, ob auch jetzt der auf der Barsch da unter ist. Oh, hier alles voller Lauben. Das gibt's gar nicht. Ich muss gleich mal unter Wasser die GoPro mal reinhalten, damit ihr das seht. Die sind nämlich hier ganz nah. Ey, das ist ja echt der Hammer, ey. Alles voller Lauben. Das sind Tausende. Derbe. Derbe. So, jetzt muss ich aber auch mal die Kamera sein lassen und mal ein bisschen eilen. Ich habe jetzt mal ganz ein bisschen down gesized mit dem Twitch-Bait. Habe jetzt mal den kleinen drauf gemacht. Hier müssen doch wohl Barsche sein, ne? Ja. Guck mal, da kommen welche hinterher. Kleine. Mhm. Kleine Barsche. Mini-Barsche. Da hängt er. Siehst du? Da ist der erste. So. Ups. Entschneidert! die musst du ganz fein fischen. Die sind richtig, die stehen da dran und du musst einfach nur. Ja, hier guck mal. Einfach nur ein bisschen auf Lage bringen und jetzt einfach mal stehen lassen. Und dann nur so kleine Twitches. Dann kommen die. Das sind natürlich nicht die Größen, die wir wollen, aber. Ja, so eine Barschausfahrt hier in Schleswig-Holstein ist auch gleich ein bisschen Bewegung. Ne? Hier sind nämlich keine Motorboote erlaubt. Das ist ja auch ganz gut. Es kommt langsam in Fahrt. Es ist richtig was los hier. Außer da hinten im Boot, da ist noch nichts los. Ja, bei uns ja auch nicht. Hier auch nicht, wollte ich gerade sagen. Hier ist auch nichts, hier war nur so ein kleiner Fischschwarm, Schwarm Fische und das war's. Müssen wir weitersuchen.
Mensch, was ist mit dem Barschbaron los? Ich denke, der hat eine Barschgarantie. Müssen wir wohl zurückgeben bei Fisch und Fang, ne? Dritter Ausgang ohne Fisch. Kein Kommentar, so eine blöde Bemerkung ignoriere ich. Aber war dran, ne? Ja. Ach, schade. Ach, auf dem Barschbaron? Ja. War das ein besserer Fisch? Also, er hat schon ganz gut zurückgeschnurrt. Schön. Jetzt sind wir natürlich an der tiefsten Kante, wo wir auch im Winter immer gut gefangen haben. Hier sind auch reichlich Fische, stehen aber grundnah. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier Barsche sind oder im Mittelwasser zischt dann immer mal ein großer Balken umher. Also nicht, dass hier ein großer Hecht die ganzen Barsche vertreibt. Deswegen versuche ich das mal hier mit einem FZ. Mal gucken, ob wir den Störenfried beseitigt bekommen, also um uns herum auch überall die Angler hier, also verkehrt sind wir hier nicht. Müssen wir mal gucken, wie sie jetzt beißen, die Fische. Ja, Katrin hat jetzt gerade am Grund ihren zweiten Biss bekommen, wieder auf den Barschbaron. Da habe ich einen. Ja. Ja. Wenn du mir sagst, dass da Fische stehen, dann wird nicht lange gefackelt. So, ne? Bei mir ist aber auch wieder was los. Irgendwas tut sich bei mir. Müssen wieder ein paar hinterher sein, glaube ich. Da, jetzt habe ich ihn. Yes! Du musst sie richtig anzubbeln. Dann kriegst du sie auch. Ist noch dran. Jetzt macht er sich ein bisschen stärker. Ein Riesenhecht hinterher. Alter Schwede. Das war ein 80er, 90er Hecht. Und... Oh nein. Ich glaube das auch nicht. Ey, jetzt, wo es läuft. Nein. Nein. So, siehst du wohl. So, Katrin hat jetzt auch einen drauf. Oh ja. Kämpft ganz gut. Schöner. So, Karte hier wieder ein. Ich habe mal wieder durch meine Basecaster-Aktion versenkt. Wieder aufs Dropshot. Schön. Wieder zu klein, wieder rein. Schön. Wow. Klasse, mein Spatz. Oh ja. Mensch, und sie? Doch, aber der ist doch gar nicht so. Toll. Ach, die werden ja immer. Ach, das sind Zander. Hier, Mini-Zander. Da habe ich einen. Yes. Auch ich habe Erfolg. Auch wenn es nur ein kleiner ist. Ich habe 4. 1, 2, 3, 4. Und du hast 5. Und du hast 4. Ach, da haben wir 9. 9 Barsche. Hast ihn? Jetzt lief's. Barsche, Zander, alles dabei. Jedoch nur dicht am Grund und zumeist auf das Dropshot-Rig. Auf den Echolot offenbarte sich auch immer wieder warum. Denn immer wieder schwammen lange Schatten durch das Display. Natürlich, es waren Hechte am Platz. Und auch meine Toll. Arbeitskollegen konnten an anderer Stelle schon 3 Stück fangen. Da war es natürlich klar, dass auch bei uns und beim Barschezuppeln einer hängen blieb. Der hat im Absenken. Ist hundertprozentig ein Hecht. Irgendwie hart verletzt, aber ich glaube, der ist angebissen von anderen Hechten. Ich weiß nicht, was der Hecht hatte, ob der jetzt eine Verletzung hatte von einem anderen Hecht oder ob der krank war, aber auch auf das kleine Barschgummi gebissen. Da probiere ich mit großen und was sehe ich alles und dann... Aber wir müssen wieder einmal klicken. Was haben wir? 12? 13 haben wir jetzt, mein Liebling. Oha, wir müssen schnell einen neuen fangen. Weil wir Lust auf eine Pfanne frischen Fisch hatten, probierten wir es dann einmal gezielt auf Hecht. Oh, hier sind wieder Hechte unter uns.
Wollen wir mal probieren auf Hecht? Mach doch mal, Tobi. Hat geklappt. Hab einen FZ-Köder jetzt mal rauf. FZ-Blinker. Und hab jetzt tatsächlich den Hecht drauf gekriegt. Und der scheint auch ein besserer zu sein. Kannst du mal die Mucke ausmachen, bitte? Drauf, erst loslassen. Ja, danke. Hier, mit meiner Kamera kannst du aufnehmen. Ja, hier ist der. Ja, leg einfach hin. Ah, oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ja, tut mir leid. Ich hab nur den Vorteil. Nee, alles gut. Ist ja nicht so schlimm. War auch ein kleiner Hecht. Der hat sich gut verkauft. Ach, Mann, schade. Naja, halb so wild. Kannst du wieder hinlegen, bitte? Oh, der war aber, hat sich aber größer angefühlt. Der war vielleicht 50 oder so. Ach, schade, Mensch. Aber trotzdem, zweiter Wurf hier mit den FZ-Löffeln. Und da hängt der nächste. Yes. Oh, fast die gleiche Bahn, wo der andere auch hing. Aber wenn das jetzt so ein 50er Hecht ist, dann ist es der gleiche. Das wäre ja der Hammer, ne? Nee, das mach ich. Ich habe die GoPro schon an. Oh, besserer Fisch. Ja. Ja, das ist ein richtig schöner. Komm mal her. Jaba! Da haben wir ihn. Eine alte Bläschle. Auf dem FZ. Geil. Das ist aber ein schöner Hecht, du. Ein richtig schöner. Muss ich mal. Ach, so, mal so. Jetzt dreht er sich auch noch so rum. So, jetzt habe ich ihn. Den würde ich sagen, da machen wir Frikadellen raus, oder? Das wollte ich, ja. Ja, dann machen wir das auch. Da habe ich ihn. So, stabiler Hecht. Diesmal gezielt gefangen. Schöner 60er Hecht. Und daraus werden wir für unsere Familie jetzt mal schöne Fischfrikadellen mal zaubern. Tja, jetzt ist der Plan mal anders gekommen. Jetzt gibt es keine Meerforelle und auch keinen Barsch, sondern jetzt gibt es für uns mal Hechtfrikadellen. Das wollen wir erstmal probieren. Deswegen vermeiden wir eigentlich immer einen Hechtfang, weil wir den nicht essen. Aber wenn wir so einen schönen Hecht fangen, dann muss er natürlich verwertet werden. Und ja, jetzt haben wir gerade mal die Viertelstunde hinter uns, wo ich das Boot wieder sauber gemacht habe. Ich selber sehe noch aus wie ein Suddel, aber das brauche ich nicht sauber machen. Guck mal, das reißt hier auch schon weg. Die ist schon so uralt, die Hose. Die hat heute ihren letzten Tag und ja, Katrin, willst du noch mal mit dem FZ ein Hecht fangen? Nein, möchte ich nicht, Tobi, habe ich eben schon gesagt. Dann versuchen wir weiter die Barsche zu kriegen, was? Das war mein Plan, ja. Dann machen wir das auch. Okay. So, das ist jetzt hier unser ganzes Arsenal an Ködern, die wir jetzt schon versucht haben und probiert hatten. Das haben wir noch nicht probiert, hier so eine Zikade mal hier durchs, so im Mittelwasser zu präsentieren. Also mit den Twitch Spaces habe ich mir erhofft, da Fische zu finden, war nichts, aber vielleicht mit sowas Schwerem, mehr im Mittelwasser. Die habe ich übrigens von dem Mann da hinten, der da hinten auf dem Boot sitzt, Michael, der hat mir die live aus Japan mitgebracht. Und du darfst jetzt aussuchen, welchen du nimmst. Du nimmst den grünen. Der hier war der Bringer heute. Genauso wie, na, wo habe ich den? Finde ich jetzt nicht, doch, da ist er. Standard FZ hier. Was hat er hier? 30 Gramm oder was? Oder halt das Dropshot-Rig. Das war auch wirklich ein Bringer. Diese kleinen 2,8 Inch Köder. Das war auch ja, der Barschmagnet. Ja, wir haben den Schlüssel gefunden. Und jetzt wollen wir den Schlüssel finden, dass wir mal einen großen Barsch drauf kriegen.
So, diesmal ist es wieder ein Hecht auf einen kleinen Jig, auf einen Barschgummi. Ja, den wollte ich nicht. Auch noch ein stabiler, ey. Ja. Jetzt bloß vorsichtig. Wieder so ein richtiges Kalb, ey. Ja, der hat auch solche Dinger. Komisch. So langsam ist die Luft raus bei uns. Ja, wir wollten jetzt auch nicht weiter auf die kleinen Barsche da mit den Dropshot fischen und lassen uns jetzt hier mal ein paar Driften, machen wir jetzt hier gerade mal so ein paar Plateaus, die wir noch nicht befischt hatten und wo auch kein Fischdruck war. Man sieht aber auch hier am Echolot, hier ist keiner. Tja, bei dieser Angelausfahrt auf Barsch und Meerforelle, wie wir es letztes Wochenende vorhatten, wie wir es dieses Wochenende gemacht haben, kam natürlich alles wieder anders, als wir uns das vorgenommen hatten. Wollen es damit auch gut sein lassen. War trotzdem schön, mal einfach mal was anderes zu machen. Nicht an die Elbe zu gehen oder jetzt nur auf Meerforelle zu fischen, sondern es auch mal auf Barsch zu probieren. An einem See. Genau. Ne? Heute ist ja der kalendarische Herbstanfang übrigens. Meteorologische war ja schon vor ein paar Tagen. Jetzt wird es wieder kühl. So schön werden wir es, glaube ich, nicht wieder bekommen wie heute. Morgen soll es nämlich schon drehen mit dem Wetter und von daher... Oh. Wollten wir noch baden. Hätten wir ja fast. Nee, also ich sag tschüss. Ich auch. Vielleicht gibt es ja noch einen Fisch und wenn nicht, wir haben viel Spaß gehabt und vielleicht konntet ihr auch vielleicht für eure Fischerei ein bisschen was mitnehmen. Man muss probieren, man muss mal hier alles mal austesten. Dann hat man auch Erfolg, ne? Das reicht jetzt, ja. Ciao. Man muss sich auch mal ausbremsen. Du bist ja echt im Redefluss, du meine Güte. Oder ist gerade was gestiegen? Boah, Hinder. Da steigt noch mehr. Da ist richtig was los. Da fahren wir gleich mal hin. Bist nicht hingekommen, ne? Nee. Komm, ich ruder da mal hin.